haben die Berner schön zugespielt in die Mitte. Und jetzt ist es soweit. Simon Moser eröffnet heute Abend den Toreigen, das 0:1 in der 11. Minute. Das hat sich abgezeichnet mit seinem ersten Tor in der laufenden Saison. Also Simon Moser. Gleich wieder die Berner. Doppeln sie nach? Ja, sie doppeln nach. Ein Doppelschlag also mit Mursak, das 2:0. Und das ist natürlich jetzt eine ganz bittere Pille für die Lakers. Sie haben zwei schnelle Tore erhalten, auch er, Jan Mursak. Scheibe geht nicht raus, Untersander hält sie im Drittel. Und jetzt sitzt er. Das war das 3:0. Klasse gemacht, wie Untersander der blauen Linie nach die freie Bahn gesucht hat und dann schlussendlich auch gefunden hat. Mit dem Abschlussversuch von Berger. Und jetzt passt's. Das war der Befreiungsschlag der Lakers. Iglesias hat hier getroffen, Caminada hat nichts mehr ausrichten können, wie aus dem Nichts. Dieser erste Treffer der Lakers, Frederik Iglesias. Blum hat diese Situation lösen können und den Angriff einleiten. Scharoni auf der rechten Seite wird nicht angespielt. Aber die Berner lösen das anders und kommen durch Haas zum vierten Treffer. 8,5 Minuten vor Schluss dieser Partie. Nun dürfte diese Partie definitiv entschieden sein nach dem vierten Treffer. Jetzt kommt Untersander trotzdem zu seinem Tor. Das fünfte Tor wird jetzt definitiv ihm gut geschrieben werden müssen, weil dieses Mal war es klar, Ramon Untersander.